Herr Dirlam, angesichts der Tatsache, dass Sie heute die Meisterschaft daheim hätten klar machen können gegen Ispringen, hat es mich ein bisschen überrascht, dass Ispringen einen Tick stärker aussah und einen Tick mehr Siegeswillen gezeigt hat, in meinen Augen. Okay, wer spielt heute gegen Torfabrik Ispringer, die im Prinzip in der Rückrunde wenig sehr gute Spiele abgeliefert hat? Wir haben im Moment durch Verletzungssituationen und durch Leute, die uns nicht zur Verfügung stellen, einfach Umstellungsprobleme. Und deswegen, wobei ich sage, in den ersten 20 Minuten müssen wir 2-0 führen. Na, dann läuft es ganz anders. Wir haben aber zwei Riesenchancen. Ja? Also ich weiß nicht, welches Spiel Sie gesehen haben, aber in den ersten 20 Minuten müssen wir 2-0 führen, dann sieht es anders aus. Und es ist meistens so, wenn dann die Tore nicht machst und ich springe einfach, das war Ihre letzte Chance, um überhaupt nochmal mitzuspielen. Ja? Wir haben ja nächste Woche nochmal eine Chance, um die Big Points zu holen. Ja? Also ich sah das nicht ganz so. Sie waren zwar optisch überlegen, aber von der Chance her, außer dem Elfmeter, habe ich eigentlich keine klare Torschuss gesehen. Sie haben den Elfmeter schon angesprochen, eine Schlüsselszene des Spiels. Wie haben Sie das Foul zum Elfmeter gesehen? Also ich denke mal, da wäre mit Sicherheit, ich denke mal, es war ein Zweikampf. Unser Tim Baum hat sich, ich sag mal, nicht gut angestellt. Ja? Aber da einen Elfmeter zu pfeifen, in so einem Spiel, bei der Situation, also alle Achtung, muss ich sagen. Gell? Also ich hätte nicht gepfiffen. Aber wie gesagt, er hat einen gepfiffen, unser Torwart hat einen kalten, deswegen haben wir einen Torwart. Ja. Und ja, er hat uns im Spiel gehalten. Ist der Ärger ein bisschen da, dass es heute nicht für die Meisterschaftsfeier gereicht hat? Erstens mal durch den Sieg von Müllager im Buggerberg hätten wir heute nie Meister werden können. Ja, das ging gar nicht. Das heißt, wir hätten wieder bloß die 3 Punkte Unterschied haben können. Jetzt sind wir noch einen Punkt vorne. Ja. Und jetzt geht es darum, am letzten Spieltag einfach den Punkt zu verteidigen mit einem Sieg. Also unterm Strich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Also Ergebnis bin ich zufrieden. Ja, weil ich sage, wir haben aus den letzten 2 Spielen brauchen wir 4 Punkte. Ja, klar, wenn man heute einen Sieg geholt hätte, hätte man im letzten Spiel bloß einen Punkt braucht. Aber ich denke, man darf ja nicht nur diese Spiele sehen, die jetzt vor der Brust liegen, sondern die ganze Saison. Und da muss ich sagen, Hut ab vor dieser Mannschaft. Wie haben Sie es erlebt, als Ihr Torwart natürlich den Elfmeter halten konnte und die Mannschaft quasi im Spiel halten konnte? Ja, ich habe mich erstmal gefreut, weil ich denke immer positiv. Ich denke immer, dass er einen Elfmeter halten kann. Ja? Und zum Zweiten habe ich halt gedacht, das wäre jetzt eine ganz komische Situation, wenn durch so eine Aktion auf die Verliererstraße kommen würde. Und deswegen habe ich gesagt, es war wirklich sensationell, wie er einen gehalten hat. Ja? Und auch wieder, wie er der Mannschaft nochmal einen Ruck gegeben hat, wie sie einfach die letzten 10 Minuten runtergekämpft haben, um den Punkt über die Zeit zu retten. Jetzt gibt es das Entscheidungsspiel nächste Woche auswärts gegen Sing 2. Was wird das für ein Spiel? Was meinen Sie? Und wird es mit einer Meisterschaft gekrönt werden? Ja, ich denke mal, wir werden diese Woche gut arbeiten. Wir werden versuchen, diese Woche einfach gezielt auf das Spiel zu arbeiten und werden dann mit einem als Tabellenführer nach Singen gehen. Hoffe, dass wir dort gewinnen können und werde als Tabellenführer wieder aus Singen zurückfahren. Können Sie vorab schon, es ist jetzt der vorletzte Spieltag, das nächste ist der entscheidende letzte Spieltag, können Sie schon vorab ein kurzes Fazit der Saison ziehen, vielleicht auch eher mit dem Schwerpunkt der Sicht des Trainers? Also ich muss sagen, ich bin hierher gekommen ohne Ziele im Großen und Ganzen. Wir wollten zwischen 5 und 8 Spieler, weil es einfach gute Mannschaften in der Liga gibt, die ja viel investiert haben. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, haben danach einen guten Lauf gehabt. Wir haben jetzt im Prinzip seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren. Ja, das gehört auch mal dazu oder geäußert. Und letztendlich bin ich als Trainer sehr zufrieden. Ja, ich bin erst das erste Jahr da. Ja, und ich hoffe einfach, ja, ich bleibe auch noch längere Jahre da, hoffe ich, ja, dass ich einfach die Mannschaft auch weiterbringe in ihrer Entwicklung. Herr Dirlam, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und alles Gute dann für den nächsten Spieltag und auch für die nächste Saison. Ich danke Ihnen und ich hoffe einfach, dass wir das zu Ende führen, was wir angefangen haben. Und wir sind selbstbewusst und wir freuen uns auf die Aufgabe in Singen.